Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, Christian? Ganz klassische Frage, Gretchen-Frage. Hm. Was würdest du auf einer einsamen Insel mitnehmen? Ja. Ja? Hast du ja. mal? Ich würde auf einer einsamen Insel einen Kindle mitnehmen mit so ganz vielen E-Books. Und dann würde ich mir schauen, wie ich so eine Powerbank, das ist die zweite Sache, die ich mitnehmen würde, so ja. eine Solar-Powerbank ja. mit der Kindle auch geladen werden kann. Und dann wäre ich, ich versorgt für immer. Das reicht dir. Und dann, also wenn du drei Dinge mitnehmen könntest, dann würdest du nur zwei mitnehmen. Ja, vielleicht noch so ein Messer oder so. <laughs> <laughs> aber was zu lesen, okay. ich denke, ich kriege den Rest hin. Weil ich kann ja natürlich auch sagen, ich nehme eine Flasche mit oder irgendwie so ein Zelt oder so. Ja. Nee. Okay. Das kriege ich alles irgendwie hin. Ein Kindle. Was, wenn der kaputt geht? Oh mein Gott. Ja, dann, so ist der, dann, oh. dann, dann ist die der kaputt. Dann halt. ja, aber ich will lesen dann. Okay, gut. Du kannst du ja auch Bücher selber schreiben und die dann lesen. Das ist so langweilig. Ja, stimmt auch wieder. Halt diesen Gedanken für dich, weil wir. Diese Geschichte, die ich dir heute erzähle, die spielt nämlich auf einer einsamen Insel. Die war am Anfang auch noch ganz einsam, mhm. aber irgendwann kommen immer mehr Leute und diese Insel wird wirklich zur Horrorinsel. Ich finde es so geil, dass wir in den letzten Wochen so einen richtig tropischen, keine Ahnung karibischen Insel-Vibe irgendwie haben. Ja, das ja, wir ist haben mir nao, gar nicht aufgefallen. Gemacht, wir ja. haben die Piratenstory gemacht und ich kann dir sagen, die nächste Story, die ich dir erzähle. Die spielt auch in ungefähr derselben Situation. Also irgendwie, Leute, zieht eure Strohhüte an ja. und packt die Badelatschen aus. Wir sind am Strand. Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliopuffballon aufs Meer und schon war der brudi ein Terrorist. Verschickt eine an sich selbst und explodiert. Und so hat er sich im Kofir darin, darin gefällt, dass gefällt, Das es ist absurd, doch Wir sind Christian und Anna. Darwin gefällt das. Der Podcast, der euch jede Woche die frisch gebrühten Epic Faces der Menschheitsgeschichte ins Ohr spült. Ich nehme euch jetzt mit auf eine Insel, wie gesagt. Ne? Christian, du musst jetzt mal aufpassen. Du musst dich nämlich jetzt mal ein bisschen reinversetzen in die Szene, die ich dir jetzt ja. beschreibe. Ja? Also stell dir vor, es ist das Jahr 1929. Du willst echt einfach nur raus aus der stinkenden Stadt. Ne? Also du bist in Deutschland, in Berlin. Du willst aber aus dieser Zivilisation und aus diesem Grau einfach weg. Also, du bist aber ein weltoffener Typ, ne? Und guckst da mal so ein bisschen auf der Karte, wo könnte es dir gefallen? Und möchtest es natürlich auch warm und schön haben. Ja. Deswegen landest du ähm, bei den Galapagos-Inseln. Super. Oder? Super Idee. Kann man sich gut vorstellen. Das ist ja so eine Inselgruppe im Pazifik, gehört mittlerweile zu Ecuador. Und, ähm. Das da sind gibt's eine... leckere Schildkröten. Da gibt's. Ah, stimmt, da essen die sowas, ne? <laughs> Nee, ich glaube, es sind die Leute, die zuerst in der Galapagosinsel waren, die haben die Schildkröten gegessen, weil die so lecker waren. Ja, doch, das hast du, hast du mal erzählt, ne? Ich weiß nicht, ob ja. ich es im Podcast schon mal erzählt habe, aber irgendwie ja. so, so diese ganzen Darwin-Forscher wollten die mal mitbringen. Aber keiner hat es geschafft. Genau, weil die so lecker waren. Jam. So, ich muss doch noch ein bisschen ja. von der Flotte. Oh Gott. Naja. fies. Okay. Aber das ist sozusagen das Örtchen, das du dir ausgesucht hast. Da kommt auch so schnell niemand anders hin. Ne? Das ist recht weit weg von der Zivilisation. Auch vom weiteren Festland gibt es da einfach viele kleine, schöne Inseln, wo man sich das alleine gemütlich machen kann. Ganz besonders im Jahr 1929, weil da ist einfach noch nicht viel los. Und du findest unter diesen vielen Inseln eine, die es dir besonders angetan hat, nämlich Floriana. Und dann bereitest du dein Aussteigerleben vor und überlegst halt, was du mitnimmst. Ne, haben wir ja schon drüber gesprochen. Kindle, klar. Kindle und ähm, Solaraufladepanel. Ja. Das würdest du mitnehmen. Der Protagonist der heutigen Folge überlegt aber, okay, warte mal, ich nehme mit meine Frau, mhm. also meine Geliebte zumindest. Ich nehme ein bisschen was zum Schreiben mit und ich nehme Gebiss mit für uns beide. Hm, warum? Okay, erzähle ich dir später, was, okay. was es damit auf sich hat. Aber das ist das, was der Protagonist sich dann einpackt. Floriana ist aber wirklich auch eine wunderschöne wunder Insel, die ist komplett unbewohnt bis zu dem Zeitpunkt. Du hast die Stille, nach der du dich sehnst, eigentlich gibt es hier nur Seelöwen, Flamingos, Meeresschildkröten, Echsen, also es ist wirklich alles total schön. Ja, auf dieser Insel kommst du dann an und du erforschst erstmal so die Insel, ja, also guckst so ins Inselinnere, machst so kleine Wanderungen. Es ist auch grün auf der Insel, du findest auch Süßwasserquellen, was ja auch sehr wichtig ist. Und ein Dschungel, der sehr, sehr dicht ist. Teilweise wirklich so dicht, dass man kaum drei Meter weit schauen kann. Schlägst dich so durchs Dickicht und versuchst weiter deine Heimat kennenzulernen. Und irgendwann hast du auch einen guten Überblick bekommen. Bist auf den höchsten Berg geklettert. Der ist 640 Meter hoch. Und hast den Black Beach gefunden. Das ist so einer der Traumstrände, der aber schwarzen Sand hat und deswegen Black Beach heißt. Und irgendwie wird dir aber doch ein bisschen mulmig langsam. Also objektiv betrachtet bist du hier im Paradies gelandet. Aber irgendwie fühlt sich das gerade nicht so an. Ja, also irgendwie fühlst du dich einsam und irgendwas in dir sagt dir, okay, das hier, das wird nicht gut ausgehen. Ich kann dir nur jetzt schon mal so viel verraten. Auf Floriana ist in den 1930ern einiges schiefgegangen. Und diese Insel, die ja wirklich eigentlich eine Trauminsel ist, hat heute noch den Ruf als die Todesinsel. Also, du hast einfach eine Vorahnung, dass diese Idylle irgendwann kippen wird. Und die Story ist auch wirklich crazy. Okay, Christian, bevor wir jetzt aber wirklich in die Story-Story einsteigen, glaube ich, muss ich anfangen, dir die ProtagonistInnen von dieser Folge vorzustellen. Das sind im Grunde Leute, die nach und nach auf dieser Insel landen. Und eigentlich habe ich mir das die ganze Zeit vorgestellt, wie so Einzug ins Sommerhaus der Stars. Ach so, ich dachte, wie bei Lost. Ähm, ah, auch ja, oder so, <laughs> ja. Aber ich habe irgendwie gedacht, bei Sommerhaus der Stars ist auch immer so geil, weil es kommt ja immer erst ein paar und die sind immer noch voll happy, weil die sind da erstmal alleine. Das Sommerhaus ist ja immer ein bisschen trashig, aber es gibt dann trotzdem immer ein Zimmer, was geiler ist als die anderen. Und dann sind die halt so Ey, geil, wir nehmen das Zimmer. Nach und nach kommen immer mehr Leute und die letzten, die kommen, die sind dann immer so, ja fuck, jetzt habe ich nur noch die Schlafcouch, fickt euch Assis und so, sondern alle mal schon so ganz übel gelaunt, und je mehr Leute kommen, desto schlechter wird die Stimmung. Und eigentlich Ungefähr so läuft das hier auch. <laughs> also, wir starten im Oktober 1929. Das ist nämlich der Monat, wo die ersten Menschen auf Floriana ankommen. Auf dieser verwunschenden Insel kommen die ersten richtigen Siedler, die sich hier niederlassen wollen, die hier wohnen wollen. Das sind Dore Strauch und Friedrich Ritter. Dore ist Lehrerin eigentlich aus Berlin. Friedrich ist ein Zahnarzt, sie sind 28 und 43 Jahre alt, sie sind auch schon länger ein Paar, haben sich verliebt, als sie auf dem Zahnarzt Sessel saß und äh, Chopper sie beschimpft hat oder so. Weiß ich. Ähm, also sie saß bei ihm auf dem Behandlungsstuhl und dann hat er gesagt, geile Molaren. Also wenn ich jetzt morgen Instagram aufschlage mhm. und ich sehe, dass auf Instagram ein Paar namens Dore Strauch... Und Friedrich Ritter oder Friedhelm Ritter oder ja, wie er heißt, Friedrich Ritter nach Galapagos ausgewandert sind und da jetzt ihr geiles Instagram Live haben. Also für mich fühlt sich das sehr jetzig an, dass das irgendwie stimmt. so eine ehemalige Lehrerin gesagt: oh, Berlin ist mir alles zu eng geworden. Das ist nicht mehr echt. So, ich muss jetzt mal weg hier. Also, es fühlt sich alles sehr Heutig. Ja, aber heute würden sie dann halt ähm, von dort so einen YouTube-Channel genau. mit Yoga-Videos und Meditation und Live-Coaching genau. machen. Genau. Ja, klar. Um, come, um, now we start our session. Uh, Namaste, I'm um, from beautiful uh, Floriana. Uh, now we start our session. Um, happy <lacht> life, <lacht> happy life. Vielleicht ist also das so Threadwives, so, so thread mein Mann wollte einen ganz leckeren Bananensmoothie haben. Also bin ich erstmal morgens früh aufgestanden. Und Hier seht ihr meine Quelle. Da gehe ich morgens immer hin. Dann habe ich mir noch die Haare gekriegt. <lacht> 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 ja, So also stelle ich mir die jetzt vor. Also ich finde das eigentlich ganz gut, weil... Ungefähr so ist es am Anfang auch. Es ist so ein romantisches ja. aussteiger und die zwei verstehen sich gut. Die haben sich ja in Schock verliebt beim Weisheitszahn entfernen. Und die verlassen sogar ihre jeweiligen Ehepartner füreinander und kommen dann zusammen. ja. Und die beiden wollen raus aus Berlin, das Stadtleben hinter sich lassen. Gehören übrigens auch der Reformerbewegung an. Hm. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ist jetzt schon ein oder zwei Jahre her, dass wir die Geschichte von August Engelhardt hier in diesem Podcast ja, erzählt haben. die Reformhaussachen und so, die Kokoworen. Genau, ja. genau. Also August Engelhardt, das ist eine Folge, die wir letztes Jahr rausgebracht haben, im November, glaube ich. muss müsst ihr mal schauen. nuts heißt die. Und da erzählen wir die Geschichte von August Engelhardt, der einen Kokosnusskult aufmacht auf einer Insel. Und sozusagen das Mindset von denen ist genauso wie das von August Engelhardt. Die sind ja. vielleicht nicht so hardcore ja. und wollen alleine bleiben und wollen nicht irgendwie Kult aufziehen. Aber im Grunde haben die dasselbe, was sie antreibt. Ja? Also Nochmal kurz zu dieser Lebensreformbewegung. Ne? Das ist ja so Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Was die getrieben hat, ist halt so die Ausläufer der Industrialisierung, die sich so auf das Alltagsleben der Menschen ausgewirkt hat. Also der technische Fortschritt, dass alles schneller wurde, dass die Städte gewachsen sind, explodiert sind, dass sich eigentlich alles nur noch darum rede, dass du zur Arbeit gehst und nach Hause kommst in eine kleine Bude und in einer völlig überfüllten Stadt lebst, die... Grau ist und die dir ja irgendwie nichts mehr gibt. Diese Lebensreformer wollten sich eben ein schöneres Leben machen und äh, wollten dem einen Lebensentwurf entgegensetzen. Da gehört dann dazu, dass sie sich hauptsächlich vegetarisch ernährt haben. Die meisten, es gibt auch ganz viele verschiedene Strömungen so, aber viele davon wollten einfach ein Leben in der Natur, in Einklang mit der Natur und äh, nackt sein und vegetarisch essen und so weiter. Genau das möchten eben Friedrich Ritter und seine Freundin äh, Dore Strauch auch. Die sind auf jeden Fall so Lebensreformer und die sehen sich einfach nach einem Leben jenseits äh, der Zivilisation. Bevor sie aber abfahren, geht Friedrich, der Zahnarzt unseres Vertrauens, nochmal ganz tief in sich und denkt sich eben: hey, was sind meine drei Dinge, die ich mitnehmen will auf eine einsame Insel? Also, ich will mitnehmen die Dore, ja, die ist geil, ja, die Dore, lebe ich. Dann will ich mitnehmen Buch und ein Gebiss. Hä? Und jetzt fragst du dich natürlich, warum mhm. will der ein Gebiss mitnehmen? Auch um eins für Dore und sich. Er ist ja Zahnarzt und seine größte Angst ist, dass sie so eine ernsthafte Zahnkrankheit kriegen und dann auf der Insel dort nichts machen können, weil ihre Zähne kaputt gehen. Deswegen zieht Friedrich alle Register und sich und seiner Freundin Dore alle Zähne. Die hauen sich komplett die Zähne raus, sind dann nur <laughs> und gehen dann halt ohne Zähne mit einem gemeinsamen Gebiss auf die einsame Insel. Du Schatz kann, ich, äh, Schatz, kann ich das Gebiss haben, bis du Essen? Oh, das Gebiss. Boah, das ist krass. Haben die wenigstens eine Zahnbürste dabei, um das Gebiss zu reinigen, frage ich mich eigentlich. Boss ist krass. Ja, aber wenn du Zahn hast, bist es vielleicht deine größte Angst wirklich, dass irgendwas ist. Ja, aber. Äh, <laughs> Moment, ich brauche so eine Analogie, aber es ist ja so, wenn ich der Besitzer von der Bank bin, erschieße ich ja auch nicht alle meine Kunden, weil theoretisch könnte es ja sein, dass einer die Bank überfallen will. Also so, weißt du. <laughs> das ist schon ein bisschen aber, aber gut, Friedrich sagt auch nicht zu allen seinen Patienten, wisst ihr was, am besten ist, wir hauen die alle direkt raus. Also ich könnte Zahnreinigungen machen <laughs> oder ich hause die einfach alle raus. <laughs> ja. Das ist schon geil. Das ist auch so, eigentlich egal was du hast. Ohrenschmerzen, ja, nehmen wir, nehmen wir ab. Nehmen wir raus, das ganze Trommelfellgedöns. Ja, also mein größter Führungsanspruch an mich in meiner Arbeit ist, dass ich mich selbst überflüssig mache, denkt sich der. und Deswegen. Nach ja. einem Besuch kommen sie nie wieder. Ja. Das verspreche ich Ihnen. Gott, <laughs> das ist krass. Ja, also es ist schon, glaube ich, ganz, ganz schwer nachzuvollziehen, aber die haben das wirklich gemacht. Und du musst dir vorstellen, Dore ist ja einfach nur seine Freundin gewesen ja. und war jetzt nicht Zahnärztin oder so. Und die hat dann gesagt, okay, Darling. I Finde ich auf einer Skala auch irgendwie krasser als verheiratet sein. Ja. So, mir von meinem Partner alle Zähne rausschlagen zu lassen, weil wir gemeinsam auf eine Insel gehen, ist eigentlich krasser als verheiratet sein. Auf jeden Ein Fall. Commitment. Ja, ja, klar, voll. Ja. Ich vor, was ist mit deinen Zähnen? <laughs> also, mein Ex-Freund, ja, der war Zahnarzt. Ja, <laughs> die können sich echt nie wieder trennen, weil das ist auf jeden Fall, kannst du keinem erzählen. Das ist krass. Das gibt's nicht. Okay. So, die Basics haben wir jetzt gesetzt. Und jetzt kann ich mir auch diese, diese Szene irgendwie nur so absurd vorstellen, ja. wie die zwei halt so übersetzen, ne? So von, ich nehme an, dass sie irgendwie mit einem großen Schiff nach Ecuador sind und dann vor dort aus mit einem kleineren Schiff weiter nach Floriana. Und das sind einfach so zwei weirde Deutsche <laughs> ohne Zähne, so, die irgendwie nur so einen kleinen Rucksack dabei haben, total verliebt sind und dann so übersetzen. Also ich meine, jeder Fischermann, der die sieht, erzählt ja. abends in der Kneipe so: Wow, Leute, kennt ihr die Insel da, wo niemand lebt? Da sind heute zwei Zahnlose hingefahren. <laughs> Die wollen da leben. Also, das ist komplett absurd. Aber die beiden kommen tatsächlich äh, wohl auf dieser Insel an und ja, also, man kann sich das vorstellen, dass es mir erstmal nicht leicht ist, weil da ist halt nichts auf dieser Insel. Da ist ja nicht mal irgendwie ein Trampelpfad, ein chilliges, kleines, Örtchen im Wald, wo man sich dann eine schöne Hütte bauen kann, die müssen alles selber machen, müssen erstmal sich da Wege machen, sie müssen erstmal wahrscheinlich irgendwie Sträucher entfernen, irgendwo einen Platz schaffen, wo sie dann ihre Hütte irgendwie mit irgendwas hinbauen. Das machen die auch alles, aber dementsprechend beschwerlich ist es, ja. ja. Also, sie haben schon das, was sie gesucht haben, sie sind hier alle alleine, sie können hier irgendwie ihr eigenes Leben gestalten, sie können nackt sein, sie haben auch schnell Trinkwasser gefunden und so. Aber ansonsten, ey, pff, alles mit Ach und Krach hier. Die bauen sich hier so eine etwas ja, klapprige Hütte irgendwie hin und versuchen mehr schlecht als recht, diesen Alltag irgendwie hinter sich zu bringen. Dore pflanzt dann auch Blumen und Gemüse an, damit die auch irgendwie was zum Leben haben. Die ernten dann auch so Bananen, die da wachsen, Melonen. Und Friedrich, der wird leider von Tag zu Tag schroffer. Ich weiß auch nicht, wie lange sie sich vorher kannten, bis er ihr die Zähne ausgeschlagen hat. Also ich weiß nicht genau, wie lange die zusammen waren. Aber auf diesem Inselalltag ähm, zeigte dann tatsächlich so relativ schnell sein wahres Ich. Ich komme mit dieser Zahnsache nicht hinweg. Also ich bin wirklich so, weißt du, die Insel heißt die Todesinsel und so weiter. Bla bla bla. Ja, ich ich denke so, da sind zwei weirde Deutsche ohne Zähne. So what? Aber ich weiß nicht genau. Also ich, ich habe mir so gedacht, ja, total weird. Aber irgendwer muss es mal probieren. <laughs> Weil vielleicht wäre ein Leben ohne Zähne mit nur mit Prothesen ja echt geiler. Stell mal vor, es gäbe keine Zahnärzte. Hm. Wahrscheinlich gibt es trotzdem, weil du irgendwas mit dem Kiefer oder so hast oder weil deine Prothese kaputt ist. Aber irgendwer musste du mal probieren, was ist, wenn ich die Teile einfach raushau? Ja, cool. <laughs> Danke, Friedrich, für äh, ja. diesen wertvollen Beitrag. Das war eine wirklich dumme Idee der Menschheitsgeschichte. Und die hat auch keinen positiven Outcome. Also, das hat sich einfach als dumm bestätigt. Also da kann man wirklich einfach Sch sagen. Die Idee war auch nicht nachhaltig. Nicht nachhaltig, irgendwie schlau. Also gar nicht. Andererseits, ich glaube, die hatten keine Zahnbeschwerden auf der Insel. Ja, doch, weil die jeden Tag irgendwie so ein Gebiss irgendwie sich, äh, sich austauschen. <laughs> die, den, die denken den ganzen Tag daran, ach oh, Scheiße, ich kann das ja jetzt nicht oh, kauen, ich muss ja. den Friedrich schon wieder fragen, ob er mir seine Zähne leihen kann. Wenn du sagst, er wird jetzt immer schroffer und so. Ja, ja, stimmt. Was, was ist das für ein, für ein Ding für so, so eine Beziehung? Ach Scheiße, ich muss mir ja noch eine Zähne pissen hier. Kennst du Raucherpärchen? Ich finde, das, das ist ja das im Kleinen. Also Pärchen, die beide rauchen mhm. und nur ein Feuerzeug äh, haben. Boah. Boah, Alter, das ist zum Teil übel, ja? Mhm. Was da abgeht. Hast du meinen Feiertag wieder? Nein, habe ich nicht. Aber jetzt hab's letztes Angelegt. Mhm. Und das mit Gebiss, weil das ja. noch viel existenzieller ist? Ja. Übel. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das noch mal einen zusätzlichen, wie sagt man, eine Würze in diese, <laughs> in diese eh schon etwas anstrengende Situation reinbringt. Ja. <laughs> ja, und vielleicht ist es ja auch. Deswegen, dass Friedrich jetzt anfängt, sich echt immer ein bisschen doofer zu benehmen und auch seine Frau viel anschnauzt und so. Vielleicht vermisst er seine Zähne. Aber er ist dann echt einfach scheiße zu ihr, zerstört auch dann ihre Blumenbeete und sagt so: Ey, was soll das hier? Wir dürfen auch kein Wasser verschwenden für deine doofen Blumen und so. Also ist einfach nur ein ganz fieser, schlimmer Mensch und zeigt dann immer mehr so seine cholerische und auch sehr narzisstische Seite. Es gibt ja diesen Podcast The Habitat, den hast du ja auch, glaube ich. Gesehen. Ach so, ja, ja. Das ist genau ein Podcast über eine Übung, wie eine Marsmission aussehen könnte. Da werden die drei Monate oder so oder? in so eine... Ja, genau, drei Monate in so eine Bubble eingesperrt auf Hawaii und müssen praktisch immer sie rausgehen, so Anzüge anziehen und so. Mhm. Weil das Ding ist, ist, komme ich gerade drauf, das Problem an einer Mars-Mission ist nicht die Technik, also auch, ja, aber das Problem sind vor allen Dingen die sozialen Beziehungen, wenn du einfach mal so ja. isoliert bist. Und ja. genau das ist ja auch hier so, so der geht hin, das Blumenbeet, ja. ja. Alter... Hals Maul. Ey. Aber das ist so aussagend, oder? Über, keine Ahnung, Menschen, dass das Gefährlichste immer die Menschen sind. Ja, voll. Und wenn du irgendwie, keine Ahnung, in einer, bei einer Mars-Mission dabei bist, ist dein größter Feind einfach potenziell dein Kollege. Ja, total. <laughs> das ist so gruselig. Ja, und hier wird's leider dann der Friedrich, ja. Der wird mhm. ja so ein bisschen spooky. Ja, es vergehen aber Wochen, es vergehen Monate. Dore ist zunehmend frustriert. Die ackert sich wirklich einen ab und es wird nicht geschätzt. Eine Randnotiz auch noch: Dore hat MS, also Multiple Sklerose, auch schon vor der Abfahrt. Und ich frage mich, ob das einen mehr dazu bewegt, sowas zu machen und dann sagt: Okay, ich gehe wirklich weg von der Zivilisation. Oder ob das dann nochmal ein dollerer Schritt ist, auch wegzugehen aus der Stadt oder aus Deutschland, wenn ja, man vielleicht voll. Behandlung kriegt und so. Aber ich glaube, das ist schon irgendwie wichtig zu wissen, dass sie auch krank ist und dass sie immer mal wieder auch so Schübe hat und auch am Stock geht und so. Bin so pissed auf Friedrich. Ja, oh. Das ist echt schlimm. Also Wahnsinn. Der sitzt dann halt die meiste Zeit irgendwie rum und schreibt wie ein Besessener. Also er schreibt Artikel, er schreibt Briefe und das alles schickt er dann immer nach Deutschland, weil er will schon irgendwie allen anderen zeigen. Hey, guck mal, was wir hier machen. Er prahlt mit seinem Inselleben und will zeigen, wie geil er ist. Instagram Account. Genau. Also eigentlich ist es ja auch voll widersprüchlich, weil er will ja weg. Ja. Und er will eigentlich eben keine Menschen und so, aber er will trotzdem Anerkennung. Genau. das schickt er dann eben vorgefertigte Artikel oder auch irgendwie Briefe, schickt er an Zeitungen und da wird dann tatsächlich ganz, ganz viel drüber geschrieben. Also das ist schon faszinierend, ja. ja Dass es also dieses Pärchen gibt, Dore und Friedrich, wie du schon meintest. Ne? Irgendwie will man ja auch wissen, okay, wie geht's bei denen weiter? Und erstmal gibt es da halt ganz viele Artikel aller moderne Adam und Eva im Garten Eden und so. So wird das erstmal so ein bisschen ja, geplant. Übrigens, Fun-Fact, falls du dich fragst, wie schickt er eigentlich Briefe weg? Mich natürlich gefragt. Ja. Wenn ich irgendwie fertig fährt mit einem Boot auf eine größere Insel und da ist ein Briefkasten. Geiler. Und das ist echt ein kleiner Nugget der Geschichte der Galapagos-Inseln. Und zwar diese Gegend, wo die jetzt sind, diese Insel auf Floriana, das war früher Territorium für Walfänger ganz viel. Also mhm. es waren da schon mal Menschen, so ist es nicht, aber niemand hat sich da niedergelassen. Und Walfänger hatten eine bestimmte Art und Weise, sich Briefe zu verschicken. Und zwar haben die dort auf Floriana, genau an diesem einen Strand, einen Whiskyfass in den Sand gestellt. Also an so einem Pfosten steht da bis heute so ein Whiskyfass. Da steht Post Office drauf. 1793 wurde das schon dahingestellt. Und im Grunde war das halt dann so, jeder, der da vorbeigefahren ist, sollte mal reingucken, ob was da drin ist, was er auf seiner Route irgendwo ausfahren konnte und konnte auch selber Briefe einlegen. Also, es ist super geil, es ist ein super smartes System, ja. Ja, das immer der, der kommt, der sieht: Ah, ja, genau, das Whisky-Fass, check ich mal schnell, da kann ich was reinwerfen, das soll nach Großbritannien gehen. Meine Route geht aber, keine Ahnung, weiter nach Südamerika, die Küste runter, dann nehme ich Briefe mit, die dort passen würden. Nice. Super geil, oder? Ja. Finde ich richtig cool. Es hat zum Teil dann irgendwie auch Jahre gedauert, bis Briefe ankamen, aber hat halt irgendwie Hand und Fuß. Das ist schon irgendwie cool. Und äh, genau, dieses Post Office Bay, das kann man bis heute sehen. Also, das ist bis heute cool. dort und das ist irgendwie so ein kleiner historischer Ort. Das ist irgendwie cool. Genau, also Dore und Friedrich sind da und er ist hauptsächlich mit Publizieren beschäftigt, während Dore eben weiter versucht, irgendwie ein gemütliches Nest zu bauen. Und so geht das eben über Wochen und Monate und Jahre. Immer mehr Artikel über die beiden erscheinen, aber auch in internationalen Zeitungen. Und das bleibt dann irgendwann auch nicht ohne Folgen. Leute sind irgendwie interessiert daran, sind neugierig, was da passiert. Und im Januar 1932 legt eine fette Yacht vor der Küste Florianas an. Und diese Yacht gehört einem Millionär, der heißt George Allen Hancock. Das ist ein Typ, dem anscheinend damals irgendwie halb Hollywood gehört hat. Also er hat überall seine Finger irgendwie im Spiel gehabt. Seine Mission auf Floriana war es, Tiere für US Zoos zu sammeln. Also auch so, oh mein Gott, ja. äh, krasser. Job irgendwie. Also es gibt so Videoaufnahmen tatsächlich, die auch er gemacht hat. Er war auch Dokumentarfilmer natürlich. Es gibt so Videoaufnahmen, wie man dann sieht, wie so Leute mit so Flamingos in so, also quasi so kleine Schälchen haben, wo die Flamingos so in so Schälchen laufen und die dann auf so ein Boot führen. Es ist komplett insane. Also, boah, krass, mein Gehirn explodiert, wenn ich ja. das sehe. Aber das war im Grunde eines seiner Side-Hustles. Ja. Und so ist er eben auf diese Insel gestoßen und entdeckt eben auch Dore und Friedrich. Also er wusste, dass sie da sind, aber ähm, er geht dann auch ähm, Kontakt zu denen auf und irgendwie freunden die sich an. Hancock ist auch voll fasziniert von denen, findet es halt auch cool, was die machen und so. Und die sind natürlich auch froh, dass jemand da ist, der mal Interesse zeigt. So ein Ami, ja. Also er sieht die und die haben beide kein Gebiss drin. Kannst du TH sprechen ohne Gebiss? Hey, mein, mein Name ist. Einer. Friedrich. 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 Einer kann ja immer reden, weil einer hat ja Gebiss drin. Aber was weird ausgesehen haben muss, ich hab dir noch gar nicht erzählt, dieses Gebiss, das war so aus Edelstahl. Also, es war so ähm, aus so Eisen. Und vorne waren so Zähne reingesteckt. Also, oben war immer so eine. Wie, so ein, wie heißt das nochmal? Grid? Oder wie nee, was? Grill. So ein grill, genau. grill, Also, schon irgendwie, vielleicht war ich auch deswegen so fasziniert von denen, weil ich dachte: Boah, sind die geil drauf. Ja. Für die beiden ist es aber echt ein großartiger Moment. Ja, da ist jemand, der interessiert sich für die, der bringt denen dann auch immer wieder Geschenke und so. Ja. Also der freundet sich mit denen an und kommt tatsächlich immer, immer wieder und gibt ihnen dann auch so nach und nach alles, was sie brauchen. Ja, also der bringt zum Beispiel alles mit, damit Friedrich sich ein eigenes kleines Zahnlabor auf der Insel bauen kann. Und dann kann er nämlich, Christian. Ein zweites Gebiet. Ja! Finally, er kann ein zweites Gebiss für Dora bauen. Meine Fresse ist die frohe, Weil die musste ja wahrscheinlich auch mal Friedrichs nutzen, was ein bisschen größer war und dann ist mal so rausgefallen oder so, keine Ahnung. Ist das ein Albtraum? Ja, ein kompletter Albtraum, aber dank George Hancock kann Friedrich dann für sie auch eins bauen, zum Beispiel. In der Bedürfnispyramide, echt weit natürlich unten. ja, Also erstmal irgendwie, klar, die haben jetzt so eine Hütte, ja, irgendwie so ein Blumenbeet und so. Mhm. Das nächste Ding, Zahnlabor. Klar. <laughs> Ja, ja. Ist geil, oder? Ja. Er wird es wahrscheinlich nie wieder brauchen danach, aber vielleicht hat er sich gewünscht. Aber der bringt ja auch andere Sachen mit, der Hancock. Ja. Der bringt zum Beispiel Sneaker mit, für Dore. Ah ja, cool. Pff, hä? Ja. Warum braucht sie. Also das ist halt ein Ami. Dann wird sie halt aus dem halt so, Lennonium-Boden okay, nicht so. What does this woman want? She wants some Nike Sneakers Air Max 360 X. Sie sah richtig fly aus. <laughs> die Dore. ja das mit so Flügelchen an der Seite, <laughs> auch so richtig nice. Ja. ja. Also das, er bringt dann halt solche Sachen mit, aber was er zum Beispiel auch macht, ist, er ist anscheinend begeisterter Cellist mhm. und spielt so Cello-Konzerte für sie also in den Dünen und so. Ja, und das finden die aber geil. Weil da merken die schon so, okay, ja, Zivilisation ist scheiße und so, aber Kultur mh, ist schon schön. Es mhm. sind so kleine Momente, wo sie anscheinend dann doch manchmal so ein bisschen wehmütig werden mhm. und doch nochmal kurz ja, die Zivilisation so ein bisschen vermissen oder ihr altes Leben. Dieser Hancock ist ein wichtiger Charakter, weil er halt auch irgendwie, wie gesagt, immer in regelmäßigen Abständen zu Besuch kommt, immer Sachen bringt, auch immer so ein bisschen nach dem Rechten sieht, weil äh, über Zeitungsartikel verbreitet sich schon, was auf dieser Insel so vor sich geht. Dore und Friedrich werden immer bekannter und durch diese mediale Aufmerksamkeit kommen eben auch andere Leute, die hier nicht nur zum Besuch kommen wollen, sondern die hier leben wollen. Und jetzt sind wir im August 1932, also nach knapp drei Jahren auf der Insel, wo Dore und Friedrich quasi alleine sind, kommen die ersten festen Nachbarn. Und zwar die Widmers. Ding-dong! Hier sind die Widmers. Andere Deutsche, die auch Bock haben auf Aussteigerleben. Und jetzt geht der Gartenzaunkrieg los, Christian. Das ist das Schlimmste. Okay, ich weiß nicht, ob dir jetzt auch so geht, aber wenn du im Urlaub bist, ja, und du bist dann mit deinem Partner, äh, deiner Partnerin, ja, und dann bist du irgendwo wo in einem fremden exotischen Land ich weiß, was und kommt. plötzlich hörst du so eine nervige Stimme, wo so ja, Peter, kannst du aber nochmal bitte irgendwie schauen, ob du deine Schlappen irgendwie nicht doch noch findest. Und du merkst, fuck, hier sind andere Deutsche. Du bist extra nach Japan gefahren. Schlimm. So, und dann sind da irgendwie andere Deutsche. Mir passiert das, das anders. So krass. Ey, ich hatte die längste Reise meines Lebens nach Neuseeland. Wir sind nach Neuseeland gefahren. Das dauert ungefähr zwei Tage. Du ja. bist komplett im Arsch, wenn du da ankommst. Dein Rhythmus ist zerstört. Wir kommen, hatten erste Nacht in so einem komischen Hostel gebucht, kommen in diesem Hostel an, sagen so Hello, wir wollen uh, Zimmer uh, und dann guckt sie unsere auswahl an und sagt Ach, wir können Deutsch reden, ich komme aus Braunschweig. <laughs> so, willst du mich verarschen? Ich bin komplett im Arsch, bin seit zwei Tagen auf den Beinen und jetzt ist hier eine Olle aus Braunschweig. Oh, ja. Hat mich komplett abgefuckt. Und diesen Moment, den haben Dore und Friedrich jetzt auch. Jetzt kommen oh. nämlich die Wittmers aus Köln. Oh. Also, Heinz Wittmer, seine Frau und der Sohn aus erster Ehe von Heinz. Frau Margret ist sogar schwanger im sechsten Monat. Ganz schön äh, bold. Wild. <laughs> Hochschwanger auf diese einsame Insel. So, ja, wird schon. Heinz Wittmer hatte vorher in Köln als Sekretär gearbeitet. Ähm, ist allerdings gekündigt worden oder der Job, den gab es irgendwie nicht mehr. Und interessanterweise hat er bei Kölns wohl berühmtesten Bürgermeister gearbeitet. Bei Konrad Adenauer. Richtig. Ach krass. Der war der Sekretär von Konrad Adenauer. Und danach hatte er wohl das Gefühl, er muss weg. <laughs> er muss auf die Insel. <laughs> so. Und jetzt kommen die an. Und natürlich sind Dore und Friedrich, obwohl ja Friedrich wirklich alles dafür getan hat, dass weitere Leute auf diese Insel kamen, ja, indem er halt immer. Aber nicht die. Hat. Nee, er hat halt immer anscheinend gesagt, ja, ich habe ja schon gesagt, dass es hier geil ist, aber ich meinte nicht, dass Leute herkommen. Die sollen sich ihre eigene Insel suchen, habe ich damit gemeint. Mit meinen Briefen. Er hat ja immer geschwärmt und so, ne? Also eigentlich hat er die Rechnung bekommen, aber damit hat er nicht gerechnet und er ist gepisst wie sau, dass jetzt plötzlich die Widmars da sind. Ich bin gepisst, wie sau, dass die Widmers da sind. Wer? Die <lacht> 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 das ist so. ah, also, ja, und jetzt stelle ich mir so vor, Dore und Friedrich gehen so hin und bringen Brot und Salz. Mhm. Natürlich nicht. Die hassen die, die sind komplett angepisst. Es ist seine Insel und so soll es auch immer bleiben. Und was noch schlimmer ist, die sind auch wirklich neidisch, und Friedrich. <laughs> weil die widmars machen in kürzester Zeit sich so ein richtig nices Häuschen, bauen sie sich dahin. Und die haben halt immer noch diese, naja, etwas scheiße runtergekommene, bröckelnde Hütte. Ja. Das ist blöd. Aber im Sommerhaus der Stars ist noch lange keine Ruhe, weil jetzt kommt noch jemand, der Einzug geht weiter. Nur drei Monate später. Kommen nämlich noch mehr Leute. Und Jetzt kommt mein absoluter Lieblingscharakter. Im Oktober 1932 kommt eine Frau namens Eloise Wagner de Busquet an. Mhm. Und sie hat auch noch zwei Dudes dabei, nämlich ihre zwei Liebhaber, Rudolf und Robert, den sie Bubi nennt. Also, Rudolf und Bubi und Eloise sind jetzt auch da. <lacht> <lacht> und die sind wirklich die allerschlimmsten. Also neben Eloise sind die Wittmars, sind die Widmer, sind wirklich Bilderbuchfamilie, Bilderbuchnachbarn. nachbarn Eloise ist einfach nur anstrengend. Also, sie fängt damit an, dass sie andauernd immer behauptet, sie sei eine Baronin, ist aber erfunden. Also sie sagt: Ja, naja, ich stamme aus einem österreichischen Adelsgeschlecht. Aha. Ist nicht belegt, also sehr wahrscheinlich gelogen. Wir nennen sie jetzt trotzdem die Baronin, weil es mhm. leichter ist. Also die Baronin ist eine sehr, sehr exzentrische Person. Sie hatte immer behauptet, sie hätte im Leben ähm, davor als Tänzerin gearbeitet und hätte auch ein Unternehmen geleitet und mhm. so weiter. Das Schlimmste an ihr ist aber, sie ist keine Reformerin. Ne? Die macht das hier nicht ah. für die Sache. Und das fuckt Friedrich ab weil er ist ja hier damit vielleicht dann okay, wenn andere kommen, dann sollen sie wenigstens dasselbe Mindset haben, ne? Mhm. Aber die sind alle so unterschiedlich jetzt, diese drei Parteien, die hier auf dieser Insel sind. Die schaffen es nicht zusammenzuarbeiten, die sind alles nur Gegensätze und diese Barone ist die allerschlimmste, weil sie ist mit dem Ziel auf die Insel gekommen, reich zu werden. Sie möchte nämlich Floriana zu einer Luxusinsel auf Jazzen und hier so ein Luxushotel hinbauen und dann sollen hier alle Millionäre, keine Ahnung, wie auf Malediven oder so hinkommen und Urlaub machen. Geil. Ja, super. Also, ich glaube, wir ahnen es, die Zeit des Friedens auf Floriana mhm. ist vorbei. Sollen wir nochmal einen kleinen Überblick machen, wer jetzt alles im Sommerhaus ist? Ich es ja, versuchen zusammenzufassen. Okay, genau. Also, wir mhm. haben zwei zahnlose Menschen aus Berlin. Ähm, Wie würde Susi sie zusammenfassen? Ja. So, lieber Friedrich. Nee. <laughs> Auf dem ersten Stuhl sind Friedrich und Dore, zwei zahnlose Reformer aus Berlin, die sich hier eingefunden haben, um ein friedliches Leben zu führen, das leider nicht so gut geklappt hat. Auf Stuhl 2 sind die Widmers aus Köln. Angetreten sind sie zu Dritt, inzwischen fast zu Viert, weil die kleine Tochter wahrscheinlich geboren wurde. Okay, ich muss sofort rein, weil ja. das ist jetzt geil, das ist auch noch ein kleiner Highlight, ein kleines Highlight meiner Geschichte, weil du es stimmt, sie sind fast zu viert und jetzt kommt das Baby auf die Welt. Es ja. ist ein kleiner Junge. Ein paar Monate nach der Ankunft auf Floriana bringt Margret den ersten offiziell auf Floriana geborenen Menschen zur Welt und wie nennen wir ihn? Flori. Rolf. <laughs> oh, dann ist der kleine Rolf. Das ist der kleine Rolf. Geboren auf Floriana. <laughs> Wie nennen wir ihn? Der Rally. So Und tatsächlich, heute steht noch am Hafen von Floriana eine Büste. Und diese Büste ist Don Rolf Widmer gewidmet. Ist das Er wird geil. anscheinend fortan Baby Don Rolf genannt. Don, Don Rolf. Ist das wild. Okay, ich mache weiter auf Stuhl 3. Ja. Ne? Die Baronin, Elise und ihre, zwei Lover. und ihre zwei Toyboys, genau. Hier ist der Bubsi und der Flopsi oder so. Der, äh, Robert und Rudolf oder so. Ne? Rudolf und bubby ja. genau. Und alle haben halt unterschiedliche Ziele, ne? Also ich glaube, die Widmers wollen irgendwie auch eher Aussteiger leben, aber die sind jetzt nicht so Reformer. Ja. Die Doris und Friedrich sind totale Idealisten, <laughs> wollen eigentlich nur nackt sein, alle ans Maul halten. Und die Baronin will reich werden. So, das ist meine ganz, ganz üble Ausgangslage. Ja. Hier beginnt What I call, die Abschwärtsspirale. Weil du kannst dir vorstellen, das geht nicht lang gut. Floriana ist ungefähr so groß wie Lichtenstein, so Quadratkilometermäßig. Ist jetzt nicht winzig, aber ja. du kannst auch nicht jeden Fleck bewohnen. Ja. Äh, das heißt, es gibt begrenzten Platz, es gibt auch begrenzte Ressourcen. Man kann sich eigentlich nicht aus dem Weg gehen. Und eigentlich muss man sich arrangieren und muss zusammenarbeiten. Wenn du das nicht schaffst, dann ja. ist das Ding aber gescheitert aber das arrangieren das schaffen diese drei Gruppen nicht und da möchte ich dir eine kleine Szene mal einfach irgendwie mitgeben ja. ja also ganz einfach irgendwie was macht man täglich jeden morgen versucht man irgendwie wahrscheinlich möchte man ein bisschen Wasser haben um sich zu waschen Zähne zu putzen oder so ne wenn man welche hat ja. ah scheiße stimmt ja <laughs> um das Gebiss zu putzen so also stell dir vor du willst morgens zur Quelle gehen ja das ist ja auch die einzige Süßwasserquelle ja. by the way auf dieser ganzen Insel Du willst Wasser für den Tag holen und du weißt schon, okay, es ist Trockenzeit, dauert ein paar Monate diese Trockenzeit und von Monat zu Monat wird es auch weniger Wasser. Also, das ist schon, da muss man sich echt irgendwie zusammenreißen, jeder muss ein bisschen sparen. Deswegen denkst du, okay, ich hole heute auch wirklich nur einen Eimer, ich brauche ein bisschen Wasser zum Trinken, zum Kochen, vielleicht zum Waschen oder sowas. Aber heute ist die Quelle äh, wirklich dann doch schon ein bisschen weniger als noch gestern. Und es äh, ist nur noch so ein kleines Rinnsal. Was ist denn jetzt hier wieder los? Ja, wir müssen doch alle an einem Strang ziehen und wir müssen doch eigentlich alle Wasser sparen. Aber okay, du füllst irgendwie wenigstens so den Eimer halb voll. Und ähm, als du so einen Schluck aus dem Becher nimmst, denkst du so: pff, was ist das denn? Warum schmeckt das nach Seife? Oh no. Turns out, die Baronin hat ein Bad genommen. Und leider wohnt die Baronin ganz oben an der Quelle. Und hat sich da schön mal ein dickes Vollbad eingelassen und hat hier Achselhaare mal ordentlich ausgewaschen mit Schaum und hat den Rest die Quelle runtergespült. Die Baronin ist einfach so: I don't give a shit, ich wohne hier ganz oben. Wassersparen? Nicht mit mir! Ja, und schlimmer noch: Die Baronin fängt auch an, Lebensmittel von den anderen zu klauen. <laughs> ähm, ja, also es wird so ein richtiges Psycho-Game. Weil niemand vertraut niemandem mehr. Die Bewohner legen sich... Ich bin ja Team Wittmers, ne? Du bist Team Wittmers, du findest ich, die am normalsten. Ich finde die so cool, die Witmars ja. ja, die sind tatsächlich auch am unverfänglichsten irgendwie. Die machen den normalsten Eindruck. Einfach Don Eindruck. Rolf. Bin ich bin Don Rolf Ultra. <laughs> Don Rolf T-Shirt. Ja, ich finde die irgendwie in dieser Geschichte tatsächlich auch die, die man mit denen am meisten mitfiebern kann. So. Oder und Dore. Und Dore, genau. Und Dore. Die arme Dore. Ja, die arme ja. Dore. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, mental sehr anstrengend, hier zu leben. Du kannst wirklich niemand mehr vertrauen. Also, wahrscheinlich ist Dore sogar die einzige Person, die wirklich niemand mehr vertrauen kann, weil sie ja nicht mal Friedrich vertrauen ja. kann. Weil der äh, nicht gut mit dir umgeht. Und tatsächlich fangen dann die Bewohner an, sich so gegenseitig Bären fallen zu legen und so. Also, weil halt geklaut wird, ja. Und dann liegt da halt irgendwo auch manchmal einfach so eine Trap. Sie beschatten sich und gucken, okay, wo geht die jetzt wieder hin? Ah, was hat die da in der Hand und so? Also, es ist einfach nur Psycho. Eines Tages wird dann auch das Milchpulver der Witmars geklaut und ähm, da platzt dem Vater der Familie, dem Heinz, da platzt ihm mal der Kragen. Ja. Ja, weil das geht nicht. Leute, jetzt auch noch das Milchpulver für unser Kind klauen. Ja. Okay, jetzt muss er mal Tacheles machen hier, ne? Also, die Witmars glauben, an allem Übel ist vor allem. Die Baronin schuld. Also, der widmer Vater denkt auch, okay, sie hat bestimmt das Milchpulver geklaut. Er hat sie dann auch beschattet. Also er ist anscheinend zu ihrer Mansion gegangen und hat irgendwie mal durch den Wald so durchgeguckt und hat dann gesehen, dass sie so sich mit ihren beiden Toyboys dann so eine Milch, so einen Milchdrink irgendwie gemacht hat. So einen Cocktail hat die sich dann noch so zurecht so gemacht. Aber das ist doch so ein so, so Milchersatz für, für, für Babys, oder? Ja, gut, aber die wollte halt äh, unbedingt Pina Colada trinken. Und dann nimmt man halt auch ein bisschen Milchpulver. Es schmeckt ja auch so ähnlich. Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Denkt er sich auch. Und er denkt sich vor allem, Fuck you, Baronin. Die Widmers sind also fest entschlossen, diese Baronin muss hier irgendwie weg. Sie versuchen sich auch mit Dore und Friedrich zusammenzutun. Aber es ist schon etwas tricky, weil die Leute haben Angst vor der Baronin. Man muss dazu wissen, die Baronin trägt immer einen Revolver und eine Gerte bei sich. Gerd, also sie schlägt auch so ihre ähm, beiden Jungs immer so und leitet sie so zurecht mit so einer kleinen Peitsche. Es gibt auch eine Geschichte, dass es mal einen Besucher auf der Insel gab, einen Dan, dem sie wohl ähm, keine Ahnung was für einen Streit in den Bauch geschossen haben soll und so. Also die Frau ist gefährlich. Ja. Also der willst du dich nicht ähm, ja. nähern. Das heißt, wenn du sie irgendwie beseitigen willst, dann glaube ich geht das nicht, indem du mit ihr eine Diskussion anfängst. Krass. Das kann extrem nach hinten losgehen. Und die äh, widmers und Friedrich schreiben dann tatsächlich anscheinend an die ecuadorianische Regierung und sagen halt, hey, das, die Situation ist folgende, äh, so geht das nicht, die Frau ist kriminell, die hat auch wen angeschossen, bla bla bla. Aber der, anscheinend ist es der Regierung irgendwie egal, denken sich so, ja, selber schuld. Der Brief kommt wahrscheinlich auch ewig nicht an, wegen Genau, das ja, und so. aha, das geht erst über Großbritannien <laughs> und dann. Also die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Es herrscht Angst auf dieser Insel. Und dann kommt der 26. März 1934. Also, das ist der Tag, der 26. März 1934, an dem verschwindet die Baronin und ihr Bubi spurlos. Es gibt kein Lebenszeichen mehr von ihnen. Allerdings haben sie alle Sachen irgendwie dagelassen. Sie haben nichts mitgenommen. Und alle fragen sich natürlich, was ist passiert? Der zweite Typ übrigens, Rudolf, der ist schon vorher geflohen, weil er die Baronin nicht mehr gepackt hat. Ah. Und der ist schon zu den Wittmars ähm, übergelaufen. Ach, mhm, der liebt bei den Wittmars. So wie du, das würdest du wahrscheinlich auch machen, ne? Auf jeden Fall. Life with the Witmers. Ja. Ja, aber die beiden übrigen fehlen. Also die Baronin und Bubi sind weg. Was ist passiert? Und jetzt gibt es ein paar Versionen der Geschichte und das ist schon irgendwie echt juicy. Also, Margaret Wittmer hat eine Version der Geschichte, die heißt: also, die Baronin, sagt sie, die wäre noch abends vor ihrer Abreise äh, vorbeigekommen bei den Witmers, sie hätte noch Tschüss gesagt. Und sie hat eben noch dem Rudolf, der ja bei den Wittmers ist, ausrichten lassen, dass die beiden jetzt fahren, Bubi und sie, von einer Luxusjacht irgendwie abgeholt werden, die hätte da irgendwie Anker gelegt und die werden mit nach Tahiti genommen. Das sagt eben Frau Widmer über das plötzliche Verschwinden. Mhm. Doro und Friedrich allerdings sagen: Nee, warte mal, also wir haben in der Nacht Schüsse gehört. In der Nacht sind Schüsse gefallen, grausame Schreie, die durch den Dschungel zu uns geschallt sind. Und wir sind uns sicher, Rudolf Lorenz hat die beiden umgebracht. Vielleicht sogar mit Unterstützung der Widmers. Und diese beiden Aussagen stehen jetzt quasi gegeneinander. Es werden natürlich Behörden eingeschaltet und so, aber dieser Fall wird nie aufgeklärt. Die Baronin ist einfach weg und es deutet einfach sehr, sehr viel auf ein Verbrechen hin. Und im Grunde haben auch alle ein Motiv. Ja? Ja. Also wirklich jede einzelne hat halt irgendwie seine Story mit der Baronin. Und es deutet deswegen auch viel auf ein Verbrechen hin, weil sie ja tatsächlich von jetzt auf gleich verschwunden sind. Sie haben nichts mitgenommen. Also ne, obwohl sie ja eigentlich immer so an ihrem materiellen Wert ja. festgehalten haben, irgendwie. Die Baronin hat auch ihr Lieblingsbuch da gelassen, was sie sonst anscheinend immer bei sich getragen hat. Das Bildnis der Story in Grey. Oh, come on. Ja, ich glaube, die wie, ist auch wie so ein bisschen. Fake kann man sein. Ja. Ja, genau so. <laughs> und was auch so ein bisschen suspicious ist, nachdem die beiden weg sind, verkaufen die Widmers und Rudolf alles, was der Baronin gehört, also auch die Hütte und so. Also ah ja. die denken sich dann so: ja, gut, jetzt machen wir das halt irgendwie zu Geld. Keine ja, Ahnung. perfekt. Ja, genau. Es bleibt, wie gesagt, komplett ungeklärt, wo Baronin und Bubi sind. Also, vielleicht haben sie wirklich das Schiff genommen oder sie wurden umgebracht. Wo auch immer dann hin vergraben oder ins Meer geworfen. Es soll aber nicht das einzige Verbrechen bleiben, das in diesem Jahr passiert. Im Juli 1934 kommt es nämlich leider zu einem weiteren Unglück: der Rudolf. Ne, der möchte zurück nach Deutschland, der hat jetzt die Schnauze voll, der will auch nicht mehr bei den Wittmars leben. Der nimmt ein Schiff, das ihn zurück nach Deutschland bringen soll. Allerdings kommt dieses Schiff in einen sehr, sehr schlimmen Sturm und nie am Ziel an. Und im Dezember 1934 wird tatsächlich seine Leiche gefunden von diesem Millionär, der immer mhm. mit der Yacht rumfährt. Ah, ja. Genau, der ist nämlich wieder irgendwie auf dem Meer unterwegs und sieht anscheinend auf einer anderen Insel in der Nähe von Floriana, dass ein Schiff da irgendwie, ein Schiffsrack rumliegt mhm. und dann hält er an und da findet er tatsächlich dann Rudolf, der dort verdurstet ist und verunglückt ist. Ja. Das heißt, der Bodycount ist, wir haben jetzt nur noch alle vier Widmers und die zwei, also Doro und Friedrich. Stimmt, und alle anderen sind wahrscheinlich ja. tot. Einwohnerzahl Florianer sechs. Einwohnerzahl Florianer halbiert. Ja, mehr oder weniger. Ja. <laughs> mehr oder weniger. Ähm, weil jetzt tatsächlich auch äh, im November desselben Jahres stirbt Friedrich Ritter. Oh. Und auch das ist so ein bisschen mh, shady, weil er ist anscheinend an einem verdorbenen Stück Hühnerfleisch gestorben. Mhm. Das sagt zumindest Dore. Und das ist anscheinend so passiert, also die hatten irgendwie so eine alte Dose Dosenfleisch, die vergammelt ist. Eigentlich ist er ja Vegetarier, deswegen check ich es eh nicht. Dieses vergammelte Dosenfleisch haben sie den Hühnern gefüttert und darin sind die Hühner eben äh, verendet. Und anscheinend war es Friedrich dann doch so wichtig, dass man halt nichts verschwendet, also dass dann das Hühnerfleisch nicht dann irgendwie umsonst war. Deswegen hat er es gegessen und anscheinend an diesem Hühnerfleisch ist er an irgendwie einer Vergiftung gestorben. Mhm. Aber es ist schon so ein bisschen sketchy, also es ist alles die Version von Lore. Weil irgendwie Dore sagt, ja, sie hatten ja beide das Fleisch gegessen und irgendwie macht das aber alles keinen Sinn. Und die mal sagen, nee, es ist ganz klar, Dore hat ihren Mann vergiftet. Die hat ihm irgendwas gegeben und der ist da elendig dran krepiert. Und außerdem gibt Margret auch noch an, sie habe Friedrich also auf dem Sterbebett liegen sehen und er war aber schon nicht mehr fähig, sich zu äußern. Er hat anscheinend nur noch <laughs> bei seinem letzten Atemzug auf so ein Papier gekritzelt und hat drauf geschrieben den Satz, ich verfluche dich im letzten Augenblick. Und dann hat Dore aber das Papier genommen und hat sich in den Mund gesteckt und gegessen. Das sagt Margret Wittmer. <lacht> <lacht> das ist ein nur so krasse Psychoszenen. Ja, es ist alles nur so, oh mein Gott, geht bitte zurück nach Berlin, Leute. Also so schlimm wie hier kann es in Berlin nicht sein. Ne? Ist so. Ich meine, Dore hatte ein Motiv. Ne? Sie wurde jahrelang von ihrem Mann gepeinigt. Ja. Sie hätte einfach auch diese Insel verlassen sollen. Sie hätte irgendwann mit Hancock mitgehen sollen, das ist meine Meinung. Ich glaube, der war ganz gut zu ihr. Ja, dann im Dezember verlässt sie eben auch die Insel. Und die einzigen, die übrig bleiben, sind die Widmers. Ja, Dore stirbt dann auch, als sie nach Deutschland zurückkehrt. Da ähm, stirbt sie ein paar Jahre später an den Folgen ihrer MS-Erkrankung. Und die Widmers sind tatsächlich die einzigen, die auf Floriana bleiben. Und sogar noch ihre Nachfahren leben da anscheinend heute. Die haben nämlich ein Hotel aufgemacht auf Floriana. Die heißt die Widmer Lodge. Und die gibt es eben jetzt noch. Die ist von den Nachfahren der Widmers betrieben. Also es ist ein bisschen mehr bebaut als früher. Es leben mittlerweile auch noch 100 Einheimische, also ich glaube, ähm, aus Ecuador vor allem Leute dort. Also es ist so ein bisschen mehr geworden. Ja. Aber eben die Widmers haben da so, ein, so eine kleine Herberge. Und da gibt es angeblich immer noch regelmäßig das Lieblingsgulasch von Heinz auf dem Teller. Ist das geil, ey. Vom Heinzchen. Süß, ne? Ist das geil. Ja, es gibt auch diverse Bücher. Also Dore hat ein Buch geschrieben. Das heißt, Satan Came to Eden. Mhm. Also ne, der Teufel kam nach Eden. Und Margret Wittmer hat irgendwie auch ein Buch geschrieben, was sie veröffentlicht. Margret Wittmer hat Ma anscheinend... Hat wahrscheinlich so, meine Lieblingsrezepte. <lacht> 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 so. Gesund kochen, Oriana. Ja, genau. <laughs> Proteinreich kochen. <laughs> ähm, ja, die hat irgendwie auch ein Buch geschrieben und die hat anscheinend 1992, ich habe leider jetzt nicht mehr genau nachgeschaut, wofür sie hat das Bundesverdienstkreuz gewonnen, weil Margret Wittmer ist erst am 21. 20. März 2000 eines natürlichen Todes gestorben. Ja. Ich hätte jetzt super gerne am Ende dieser Folge so ein Reality-Format. Ja. Und ich pitche dir jetzt was. Okay. Es gibt ja in Berlin sehr, sehr viele nervige influencer innenpärchen pärchen ja? ja. Und ich würde sagen, wir schicken die nach und nach einfach auf so eine Insel. Mhm. Die haben ja alle auch Podcasts und so. Die können da auch gerne gegenseitig podcasten und so. Mhm. Die schicken wir ja. einfach zurück auf so eine Insel. Ja. Und dann schauen wir mal, was passiert als Sozialexperiment. Das machen die. Also, ich meine, was ist Camp Ja. ist basically ja. das. Ja. Nur aber ohne Pärchen. Aber ich hätte ein paar Jahre so. Ach so. Okay. Ja, ja, ja. Okay. So, und dann können die gerne Content machen. Ich stelle denen auch irgendwie für eine geile 5G-Antenne dahin und dann würde ich mal gucken, was so geht. Ja, was geht, RTL? Hier, kauf eine Idee, RTL. Ja. Los, mach. Und wer moderiert? Sonja Ziedlo. Geil. Ja. Bin Oder Micky dabei. Beisenherz. Auch gut. Ja. Der schreibt die Gags. Der schreibt die Gags. Fantastisch. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Da geht es, wie wir schon gehört haben, tropisch weiter. Wenn Christian eine Story erzählt, in der Zwischenzeit empfehlt diesen Podcast wirklich, wenn ihr keine Ahnung WhatsApp-Gruppen habt oder so, dann teilt das. Es hilft uns wirklich, wenn neue Leute diesen Podcast entdecken. Und wenn ihr Bock habt, noch Zusatzcontent von uns zu kriegen, dann könnt ihr uns zum Beispiel bei Steady folgen oder bei Apple Podcasts. Da findet ihr dann, wenn ihr ein Abo da auch noch Zusatzcontent von uns. Darin gefällt, dass es eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Pauline Klaassen. Redaktion und Produktion Lina Kempenich. Audioproduktion Joey Fleischauer. Zum Team gehören außerdem Schalker Tätig, Luna Laufer und Stefanie Buchholz. Intro-Musik Robert Sladecheck.